Ich denke mir, dass es ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen ist, jetzt in der Stadt Salzburg den Lärmschutzschluss zu machen, den wir heute gemeinsam tun können, um nämlich das, was auf der anderen Seite für uns gut ist, nämlich das Sparen an CO2, auf der zweiten Seite nicht als Verschlechterung für einen Teil der Bevölkerung, nämlich für die, die dort wohnen, zu haben. Und im Gegensatz zur Straße, wo wir mit dem Lärmschutz nur einen Teil der Probleme erledigen, nämlich den Lärm, aber nicht Feinstaub und CO2, erreichen wir bei der Bahn hier alles. Denn da gibt es wenig Feinstaub und wenig CO2, außer bei der Produktion davon. Und so kann man sagen, dass wir hier wirklich eine umweltfreundliche Mobilität haben, gleichzeitig unter Schonung und unter Aufrechterhaltung der Gesundheit oder Verbesserung der Lebensqualität für die Anrainer. Deswegen ist es wichtig, dass die Bahn gestärkt wird. Wir haben auch von Golling bis Salzburg gemeinsam mit dem ÖBB ein wesentlich besseres Verkehrsangebot auf die Beine oder auf die Schiene stellen können. Das ist der Vorteil dabei. Der Nachteil dabei ist, dass natürlich auch Schiene und die Garnituren darauf Lärm erzeugen. Die neuen nicht mehr so sehr, aber gerade die alten Garnituren doch etwas mehr. Und das ist der Punkt, der jetzt anzugehen ist. Seit 1993 gibt es hier ein Programm, das eben gemeinsam mit dem Bund abgeschlossen wurde, Finanzierung 50% Bund, 25% Gemeinden und 25% das Land. Im gesamten Bundesland haben wir, hat das Land Salzburg seit 1993 13 Millionen Euro hier investiert und damit 70 Kilometer an Bahnlärmschutz gemacht. Was wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren kommen? Nun, wir sind jetzt dabei, in der Gemeinde Bruck den Lärmschutz zu machen. Und dann kommen zwei spannende Projekte, nämlich Bad Hofgastein und Backgastein. Sie wissen, das hängt auch mit der Streckenführung der ÖBB in diesem Bereich zusammen. Und ich sage auch ganz klar von Seiten des Landes, es wird hier keine Ausnahme in der Finanzierung geben. Das heißt, die Finanzierung 50% Bund, 25% Gemeinde und 25% Land wird und muss auch hier aufrechterhalten werden, bei allem Verständnis für die Finanznöte der Gemeinden. Aber sonst hätte man natürlich die Ungleichbehandlung, die keiner, auch nicht der Herr Bürgermeister, so glaube ich, akzeptieren und verstehen würde.